Hallo zusammen, da bin ich mal wieder mit einem Thema, was euch vielleicht interessiert. Ich habe es neulich auch, und das habe ich auch aufgegriffen, wieder mal bei der Frau Dr. Ramani gesehen, die leider in Amerika ist und ihre Videos in Englisch macht. Insofern möchte ich euch dieses Wissen, was sie dort geteilt hat, auch gerne mal weitergeben. Es geht nämlich darum, dass sie die vier Typen beschrieben hat, für die Narzissten oder die sich Narzissten letztendlich aussuchen. Spannenderweise, was man nicht so erwarten würde, weil ich ja auch immer wieder sage, dass Narzissten brauchende Menschen sind, suchen sich Narzissten Menschen aus, die nichts brauchen. Das ist doch eine spannende Frage. Warum brauchen Narzissten Menschen, die nichts brauchen? In Wirklichkeit ist es eine ziemlich lange Geschichte und eigentlich auch traurige Geschichte, weil wir sind vielleicht schon so aufgewachsen, dass wir nur gut waren, zum Beispiel, wenn wir die Dinge gemacht haben, die unser narzisstisches Elternhaus beispielsweise von uns verlangt hat, und wir nur dann Anerkennung bekommen haben, wenn wir eben erfüllt haben, was die Eltern von uns wollten, wenn in der Schule die Lehrer zum Beispiel nur Ruhe wollten, keinen Bock hatten auf die Schüler, eben auch narzisstisch waren. Also warst du dann ein guter Schüler, wenn du einfach alles so gemacht hast, wie die Lehrer es wollten. Im Freundeskreis kann das schon passiert sein, dass du nur Anerkennung gefunden hast, wenn du genau so bist, wie vielleicht schon damals deine narzisstischen Freunde waren und auch heute sind. Also, du warst immer nur gut. Oder bist nur dann gut und wirst anerkannt, wenn du einfach nichts brauchst. Wenn für dich in Ordnung ist, dass du die Leute zufriedenstellst, weil du hast über die Zeit schlichtweg gelernt, dass du gut damit fährst, dass wenn du nichts brauchst. Das ist natürlich eine ziemlich traurige Angelegenheit. Denn, was ich ja sagte, Narzissten brauchen immer irgendwas. Narzissten sind brauchende Menschen. Also ist doch klar, dass sie sich die, die nichts brauchen, aussuchen. Und insofern finde ich es immer total spannend, wenn ich zum Beispiel lese, so Posts oder sowas bei Instagram, ich brauche niemanden, ich bin frei, ich lebe mein Leben. Nun ja, ich würde mal sagen, es ist so einzuordnen, dass sie niemanden brauchen. Jetzt sage ich, oh, ich habe doch eben gerade gesagt, Narzissten suchen sich Leute aus, die niemanden brauchen. Interessant, oder? Naja, was sollen uns diese Posts eigentlich sagen? Diese Posts sollen uns sagen, dass sie einfach ihr Ding machen und dass sie auf niemanden Rücksicht nehmen. Und dass sie ihr Leben so leben, wie sie es wollen, für sich ganz allein und rücksichtslos. Wie könnte also so eine Person, die sagt, ich brauche niemanden, jemanden aussuchen, der etwas braucht? Das ist doch die spannende Frage. Und im Umkehrschluss ist doch die logische Antwort darauf, dass sie natürlich unheimlich viel brauchen. Denn sie suchen sich Menschen aus, die nichts brauchen, obwohl sie ja behaupten, sie brauchen niemanden, sie brauchen nichts und niemanden. Ich glaube, ihr habt jetzt so ein bisschen die Dynamik verstanden, was es bedeutet. Rumzuposten, diese Leute, die sowas machen, ich lebe mein Leben für mich, ich gehe meine eigenen Schritte und ich brauche niemanden, ich verwirkliche mich selbst. Es geht nicht ohne andere Menschen. Und das macht ein soziales Umfeld eben aus, dass wir mit anderen Menschen interagieren. Und natürlich brauchen wir andere Menschen. Wie soll es denn anders gehen? Wir leben in Gemeinschaften. Nur Narzissten brauchen unheimlich viel. Darum suchen sie sich Menschen aus, die beispielsweise niemals posten würden, dass sie niemanden brauchen. Und natürlich weiß der Narzisst nichts davon. Also, die wissen nicht, dass sie jemanden brauchen. Bedeutet,
Wenn du also in der Beziehung mit dem Narzissten lebst, werden sie dir ja über kurz oder lang vorwerfen, dass du so needy bist, dass du so eifersüchtig bist. Ja, natürlich, weil sie brauchen dich in dem Moment nicht, weil sie vielleicht irgendwo wieder mal gesehen haben, dass das Gras grüner ist oder jemand besser aussieht als du oder jemand besser gerade an dem Abend zu ihnen passt als du. Und dann verwenden sie sozusagen dass du ja eigentlich nichts brauchst, sondern einfach nur einen zuverlässigen Menschen gegen dich, weil sie nämlich gerade etwas anderes brauchen als eine normale, vernünftige, auf Vertrauen basierende Partnerschaft. Und machen dich mit Selbstverständlichkeiten nieder und sagen, ich brauche niemanden. Und am Anfang ist es ja natürlich so, dass sie auch diese Spielchen so richtig spielen. Also, es ist ja so, dass sie am Anfang im 5-Minuten-Takt antworten, dass sie für dich da sind. Und dann fangen sie ja an, auszutesten, wie du reagierst. Also diese Spielchen, antworte erst am nächsten Tag, bla bla bla, all solche Sachen, die einem geraten werden, manchmal auch von Coaches, um jemanden an sich zu binden oder so. Genau dieses Spielchen beherrschen Narzissten perfekt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wer so ein, Entschuldigung für dieses Wort, rät, um Menschen von sich abhängig zu machen. Nichts anderes ist es doch. Es ist Manipulation. Und genau dieses Spiel beherrschen Narzissten wirklich perfekt. Und deshalb ist ja auch dieses, dass man eigentlich nichts braucht, ist ja etwas Liebevolles. Und du bist von Hause aus, wie ich es am Anfang ja erklärt habe, einfach hilfsbereit und liebevoll. Und da du ja nichts anderes kennst, dass du nur in Ordnung bist, wenn du nichts brauchst, ist das natürlich eine ideale Kombination mit einem Narzissten, wenn er etwas braucht. Gehen wir weiter. Ich möchte es mal mit diesem Sprichwort beschreiben, beiße nie in die Hand, die dich füttert. Alle, die mit diesem Leitsatz aufgewachsen sind, haben quasi gelernt, dass sie sich alles gefallen lassen müssen, um Erfolg zu haben. Narzissten lieben Macht. Und das Problem an diesem Thema ist, dass wir denken, dass wenn wir mitmachen und praktisch die Hand, die uns füttert, unterstützen, wird es auch für uns besser. So ist es natürlich nicht. Das ist euch jetzt natürlich vollkommen klar, wo ich es so ein bisschen überbetont habe. Natürlich, Narzissten brauchen deine Unterstützung. Und sie brauchen, was du ihnen gibst, um sozusagen in der Kette nach oben steigen zu können. Aber wenn sie dich nicht mehr brauchen, dann werfen sie dich weg und tauschen dich aus gegen was Besseres. Gegen was Schnelleres. Oder sie schmeißen dich im Unternehmen schlichtweg einfach raus. Und am Ende reiben sie sich sogar daran auf und machen dir klar, dass du dich unterzuordnen hast und nur dann gut bist, wenn du mitmachst. Sei vorsichtig, wenn du das mitmachst. Weil irgendwann haben sie genug von dir. Irgendwann haben sie bekommen, was sie von dir brauchen. Und dann schmeißen sie dich weg. Also, ihr seht, es bringt nichts. Es ist egal. Du kannst machen, was du willst. Es wird nie genug sein. Sondern sie wollen Unterstützer haben, die sie auf ihrem Weg nach oben pushen und das mit allen Mitteln. Und du hast dich immer unterzuordnen und wirst am Ende aber niemals gut genug sein. Und wie ich es immer wieder sage, du bist nichts weiter als ein Objekt, was jederzeit austauschbar ist und durch Besseres ersetzt werden kann. Also beiße ruhig in die Hand, die dich füttert. Und mach klar, dass du ein Mensch bist, ein Subjekt. Kommen wir zum dritten Punkt. Narzissten
lieben, cool zu sein. Coolness ist alles, was Narzissten lieben und brauchen. Für diese Coolness tun sie alles. Sie wollen zu der besten, coolsten Truppe gehören. Sie werden jeden fallen lassen, der da nicht reinpasst. Und wenn du dann nicht an diesen tollen Tischen dieser Leute sitzt, dann bist du doch der absolute Loser. Und das Schlimme ist dabei noch, dass im Gegensatz zu uns die Narzissten nicht diese Traumatrigger haben. Das bedeutet, wie ich es im ersten Punkt gesagt habe, dadurch, dass ihr nichts braucht, ist euch diese Coolness im Grunde genommen auch scheißegal. Aber es ist natürlich schon manchmal etwas schwierig und es tut auch weh, wenn man sieht, dass man schlichtweg dann nicht dazu gehört. Insbesondere auch in Partnerschaften, wenn du eben nicht so cool bist, dann lassen sie dich stehen. Dann bist du denen scheißegal. Und was ja auch noch kommt, coole Leute machen nichts für dich. Warum sollten sie was für dich tun? Das coole Mädchen, die coole Frau, verlässt das Haus mit ihren besten, schicksten Freunden, geht aus mit irgendeinem super tollen, schicken Arbeitskollegen, geht in die tollsten Bars, wo man eine Einladung braucht. Und das war so geil, das war so klasse. Und was du machst, ist völlig scheißegal. Weil dich Kultus einfach nicht interessiert. Und du eine Beziehung möchtest. Und das Schlimme daran ist, dass sie ja natürlich nicht mit dir zusammengehen wollen, weil du nicht cool bist. Und dann gaslighten sie dich natürlich. Denn was soll das, dass du dich darüber aufregst, dass sie mit ihrem coolen Ex-Partner oder mit ihren coolen Arbeitskollegen oder mit irgendeinem Promi essen gehen? Sie wollen alleine cool sein, nicht mit dir zusammen. Und natürlich, jeder Mensch hat Traumatrigger. Jeder hat das. Das Problem ist nur, Narzissten haben die nicht. Zumindest nicht die gleichen Trigger, die wir haben. Und es ist ihnen egal, wie es dir geht. Sie fühlen es nicht. Und natürlich geht es uns schlecht, wenn wir wissen, dass unser narzisstischer Partner mit den coolen Leuten da draußen durch die Häuser zieht und keiner wirklich so richtig weiß, was die da treiben, diese Narzissten. Alles für die Coolness. Und ist doch klar, diese Beziehungsdynamik geht los. Wir werden dann natürlich schwächer und schwächer. Und werden dann für needy und verrückt hingestellt, was natürlich Gaslighting ist, weil sie lassen dich schlichtweg hängen, weil du nicht in diese Truppe passt, weil du Vertrauen und gegenseitiges Verständnis möchtest, weil du gemeinsam was mit dem Narzissten erleben möchtest, und zwar ein gemeinsames Erlebnis, nicht ein cooles Erlebnis mit anderen, die mir eigentlich scheißegal sind. Und das geht ja wirklich so los, dass wenn du denn von diesem Podest geflogen bist, dann lassen die dich zu Hause hängen. Sie wollen nicht, dass du mit denen mitgehst. Du bist eben nicht so cool. Du siehst eben nicht so gut aus. Du bist nicht dies, du bist nicht das. Sie lassen dich hängen. Weil irgendwann bist du eben nicht mehr cool. Vielleicht die ersten 3 Monate oder so. Lange hält das ja nicht an. Das wissen wir. Narzissten sind niemals satt. Sie sind wie schwarze Löcher, in denen verschwindet jegliche Energie und insbesondere die Energie ihrer Supplies, um sich selbst aufzuladen. Nun ist doch die Frage, was ist cool? Ist es cool, für sich selbst an den tollen Tischen zu sitzen und mit Privatjets durch die Gegend zu fliegen? Oder ist es schön, mit einem Partner gemeinsame Erlebnisse zu haben? Ich brauche cool sein nicht. Mir ist das total egal. Aber eins müsst ihr wissen. Diese coolen Leute sind mit Vorsicht zu genießen. Wir antworten eben ohne dieses Texting-Game,
Wir antworten. Wenn uns jemand eine Nachricht schreibt und wir sehen das, dass wir eine Nachricht bekommen haben, antworten wir. Und das Schlimme dabei ist sogar noch, dass wir sogar dafür beschämt werden, dass wir rücksichtsvoll sind. Weil wir eben nicht so cool, das coole Girl, coole Boy. Ich kann das alles, ich kriege das alles hin. Am Ende, es ist mir persönlich total egal. Und mittlerweile bin ich 55. Und ich wünsche vielen Menschen, dass sie diese Erkenntnisse viel, viel, viel früher erlangen. Und diese Dynamik dieser Coolness früher begreifen, um glücklicher durchs Leben gehen zu können und auf diesen Schwachsinn nicht mehr reinzufallen. Und das Wichtigste dabei, was ich euch auch nochmal sagen möchte, ist, dass du bist nicht schuld, bist du nicht, sondern die haben dich einfach nur eiskalt in der Ecke stehen lassen und sie haben dich ausgenutzt. Das ist alles. Mehr ist es eigentlich nicht. Denn ich bin nicht cool. Und das Gegenteil von Coolness ist aus meiner Sicht Herzlichkeit, Zusammensein, Freundlichkeit, unterstützend und rücksichtsvoll zu sein. So möchte ich leben. Status. Natürlich Status. Ah, Narzissten lieben es mit den ganz tollen, reichen, schönen Leuten zusammen zu sein. Und sie machen alles dafür, bei diesen Leuten mit am Tisch sitzen zu dürfen. Und darum suchen sie sich natürlich liebend gerne Menschen aus, die, wenn man das so sagen kann, einen wesentlich höheren Status als sie selbst haben. Und am Ende gehen sie sogar so weit, dass sie sogar ihre eigenen Familien verleugnen, weil die eben nicht mithalten können und so tun oder sich sogar teilweise abwenden von ihren Familien, weil sie in ihr neues Umfeld einfach nicht reinpassen. Die sind zu primitiv. Und wenn sie dann irgendwie Leute mit Status treffen und die Möglichkeit bekommen, sich mit diesen Leuten auszutauschen, erzählen sie stundenlang, was das für ein tolles und ach, und der hat ja und dies und jenes. Die können sich darüber stundenlang wirklich auslassen, das ist unglaublich. Und unser eins denkt sich dann, ja, du warst essen, du hast ihn getroffen, schön. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir solche Leute treffen würden, solche Berühmtheiten oder besonderen Vorstände oder was weiß ich von irgendwelchen größeren Unternehmen, wenn das mal passt, dann sagen wir, ja, ich kenne die oder ich kenne den auch oder da bin ich mal gewesen. Aber ansonsten ist das für uns nicht die Rede wert. Also für mich jedenfalls nicht. Und vor allem, glaube ich, ist es immer wichtig, sich zu erden. Und das können Narzissten nicht. Und darum sind natürlich alle Menschen, die einen hohen Status haben, von höchster Bedeutung für Narzissten. Und sie lassen jeden fallen, wenn sie einen Schritt höher kommen können. Sie tun es. Auch dich als Partner. Und da hängt ja auch mit zusammen Status natürlich, dass sie dann irgendwann oft aus ihren Lebensbeziehungen rausgehen für eine jüngere Person. Weil das natürlich besser zu ihrem Status und zu ihrer Coolness passt. Das ist manchmal lächerlich. Die ziehen sich an wie 20, 30-Jährige mit 60 und machen da einen auf cool, wo ich dann sage, naja, das ist nicht wirklich jung geblieben, sondern da sieht man, dass das Kinder sind, dass Narzissten sich nicht weiterentwickeln, sondern nur ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, andere Menschen auszunutzen. Das ist das Einzige, wo sie sich super weiterentwickeln und in ihrer Boshaftigkeit. Und wenn in der Beziehung, also beispielsweise du zu ihrem Status nicht passt, was auch immer das dann ist, dann werden die regelrecht unglücklich. Und du musst weg. Du musst dann weg und wirst dafür runtergeputzt und klein gemacht, bist nicht schön genug, bist nicht dies, bist nicht jenes. Und du gehst daran kaputt.
und denkst, was ist mit dem los? Was ist mit der los? Was ist hier passiert? Im Job genau dasselbe. Du hast die Person vielleicht über Jahre begleitet oder diese Person eingearbeitet oder sowas. Und im Grunde genommen haben sie das Wissen nur von dir. Und dann steigen sie auf oder wollen was anderes erreichen und dann lassen die dich fallen. Dann bist du denen scheißegal. Im Gegenteil, sie arbeiten sogar noch gegen dich, weil sie im Innersten sogar wissen, dass du besser bist. Und dann leiden sie sogar noch darunter, weil sie sowas wie dich eigentlich doch gar nicht verdient haben. Sie haben Besseres verdient. So ticken diese Leute, sie leiden darunter. Und darum gucken sie auch ständig danach, ob es bessere Supplies gibt, ob es jemand Besseren gibt, der ihren Status anheben kann. Und das Schlimme ist, sie wollen auch immer mehr. Sie wollen mehr, 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 mehr. Es ist niemals genug. Und dann kommt es manchmal zu dem Punkt, wo es drohen könnte, dass sie ihren Status verlieren. Und dann schlagen die um sich. Die machen jeden platt dafür. Sie werden zu einem riesen A-Loch und beißen jeden weg. Die sind dann wie wilde Tiere. Sie machen alles, um ihren Status nicht zu verlieren. Und dafür gehen sie im wahrsten Sinne des Wortes auch über Leichen, wenn es sein muss. Sie knallen jeden an die Wand, wenn es sein muss. Für Status. Überlegt euch das mal. Und dann möchte ich noch mal auf so ein Thema eingehen, was auch immer mehr durchs Netz geht, was auch in diesem Zusammenhang eigentlich ganz gut passt. Das ist totaler Bullshit mit dieser Mutterliebe. Weil, wie ich es eben auch erwähnt habe, sie verleugnen ja am Ende tatsächlich ihre Familien und auch ihre Mütter. Weil wenn diese Familie nicht zu ihrem Status passt, dann wird diese Familie fallen gelassen. Sie wollen mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben, weil sie nicht zu ihm passt. Das sind ja so arme Würstchen, die haben sich nicht weiterentwickelt. Die hocken da eben immer noch auf ihrem blöden Dorf. Und die haben auch nicht die richtige Ausdrucksweise, um mit an solchen Tischen zu sitzen. Und deshalb haben sie jetzt ihre neue Wahlfamilie. Und diese Wahlfamilie ist ja so, so was von toll. Und das sind die Menschen, die ich liebe. Versteht ihr? Also wenn euch, das ist hier geht hier auch ziemlich oft durchs Netz und ich bin am Anfang auch so ein bisschen darauf reingefallen, muss ich sagen, weil sich das alles für mich logisch anhörte. Allerdings ist das ein Narzisst, der Coaching zu Narzissmus macht. Ich sage den Namen nicht, weil ich dem nicht auch noch Aufmerksamkeit verschaffen möchte. Und insofern lasst euch diesen Bullshit von dieser Mutterliebe nicht erzählen und dass die Narzissten Mutterliebe suchen und diese Mutterliebe niemals wiederfinden und darum immer wieder neue Partner sich aussuchen. Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Es sind einfach, sorry, dass ich das eben so gesagt habe, aber es sind einfach rücksichtslose Menschen, die empathielos sind und darum lassen sie ihre Familien fallen und auch ihre Mütter fallen. Das will ich nur mal sagen. Am Ende bedeutet doch das, was ich jetzt eben zusammengefasst habe, was für Typen oder für was für Typen sich Narzissten interessieren, dass Narzissten schlichtweg nicht beziehungsfähig sind. Und ich glaube, das ist auch der Beweis dafür. Denn sie hüpfen ja sozusagen immer dahin, wo sie für sich den größten Erfolg sehen, die größte Selbsterfüllung sozusagen. Und deshalb bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig mit dem, was da so im Internet mit diesen Sprüchen, ich brauche niemanden, ich mache alles allein oder wir sind eine coole Truppe und dann sind da diese Bilder, wo die aus dem Flugzeug springen und was weiß ich alles. Also, das ist doch alles fernab von der Realität. Also, ich mache auch gerne Abenteuer. Ich bin auch durch die Welt gereist. Ich habe viel gesehen. Und das war aber nicht vor dem Hintergrund, dass ich cool sein wollte, sondern mich haben die Dinge einfach interessiert. Und ich habe sie gern gemacht und ich habe sie auch gern geteilt.
Also das diente nicht dazu, sagen zu können, ich war in Australien, ich war in Brasilien, ich war bla bla bla. Versteht ihr? Und das ist der Unterschied zwischen diesen Menschen. Und wenn sich dann mal die Gelegenheit zum Beispiel ergibt, dass man über Reisen spricht, dann erzähle ich auch, dass ich in Brasilien war zum Beispiel oder dass ich auch in Australien war und verschiedene andere Länder. Und dann teilt man natürlich auch seine Erlebnisse. So aber die machen das ja zum Kult. Die machen das zum Kult. Und wenn du diesen Kult, wenn du das nicht kennst, und was war es, den kennst du nicht. Ihr versteht, was ich meine. Narzissten lieben nicht. Sie haben keine Beziehungsfähigkeit, keine Rücksichtnahme und sie suchen sich Menschen aus, die ihre Bedürfnisse erfüllen. Das soll mein Fazit sein. Ich hoffe, euch hat das wieder ein bisschen weitergeholfen, die ganzen Dynamiken, wie Narzissten so agieren, besser zu verstehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.